Herzlich willkommen heute zu einem Point of View Unboxing. Hab mir gedacht, ich bin mal ein bisschen kreativer. Ich muss ein bisschen mit meinem Nacken gucken, dass ich nicht so viel rumhampel, damit euch das Bild nicht so unruhig wird. Aber es war mal meine Idee, wo hier, habe ich ja gesagt im letzten Video, noch was stand, was ausgepackt werden müsste, dass ich ein Unboxing-Video mal wieder mache. Und jetzt hatte ich irgendwie so diese Point of View-Idee. Ja, Sound and Grooves heißt der gute Mann vom letzten Mal, dessen Namen ich nicht wusste, dessen Kanal ihr mal abchecken solltet. Ziemlich coole Sachen, hat auch schon sein drittes Video draußen, Alfie. Cool, dass du auch dein drittes, glaube ich, mittlerweile schon hattest. Teil 2, ne, von deinen Live-Dingern. P33 hat da nochmal eine Antwort drauf gegeben. Ich komme auch demnächst mit meinen Live-Dingern noch hinterher. Wollte aber das jetzt hier noch einmal kurz vorher raus haben. Und ja, ach ja, und Hintergrundmusik ist die gewünschte polnische Dubplatte im Hintergrund. Ich denke, die kann man vielleicht sogar halbwegs gut hören, weil ich diesmal ja gar nicht so laut sprechen muss, um gut anzukommen, weil die Kamera direkt vor meiner Nase hängt. Aber jetzt fangen wir mal an hier mit dem Aufmachen. Ist das Paket, ist jetzt nicht so, dass mir nicht bekannt ist, was da drin ist. Ich habe knappe 70 Euro für das Ganze inklusive Versand gezahlt. Ganz nette Sachen drin. Mainly groovy, funky, jazzy Sachen. Ja. So, ich bin mal gespannt. Lässt sich ganz gut hier öffnen hier. Es ist tatsächlich eine leichte technische Herausforderung. Auf was achtet man? Auf das Bild in der Kamera oder das, was man tatsächlich auch in Real tut? Naja, wir schauen mal. So. Zack, mein Gott. Also ist ja immer schön, wenn es gut verpackt ist. Ne? Besser als wenn es schon Schrott ankommt. So. Zack, 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 mein Gott. Jo, ich hatte gebeten, bitte gut verpacken. Das wurde beherzigt. So. Zack, 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 zack. Zabalda. So. Oh ja. Ja, los geht's mit dem guten Buddy Miles. Bisensional Gathering of the Tribes. Ja, was ist er? Er ist Funky Drummer, würde ich sagen. Ne? Der Buddy Miles mit Santana. Hat er nicht auch mit Jimmy was zusammen gemacht zwischenzeitlich? War er nicht da auch bei dieser Band of Gypsy? Ich meine, ne? Ist hier auf Casablanca. Ja. Zustand. Oh ja, ist okay. Nicht top, aber ist okay. Auf jeden Fall. Body Moils. Oh, lege ich das Ganze nicht ab. Neben mich am besten. So, und dann haben wir diesen jazzig-funkigen Bereich. George Duke mit Follow the Rainbow. Ja, hier oben leider so ein bisschen angestoßen. Schon mal leicht feucht vielleicht auch gewesen zu sein. Egal. Ah, hier unten auch. Sieht man auch leicht mal feucht gewesen. Ja, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Was ist das hier? Das sieht. Hoffentlich ist das Schmutz. Und kein. Ah, da wird ein Kratzer. Wenn dann wirklich hier gekratzt, da muss man mal Waschmaschine. Ich hoffe. Ja, es wirkt aber irgendwie. Na. Ich kann es nicht genau. Könnte auch heiß geworden sein. Das wäre natürlich extrem scheiße. Naja, ich schmeiße es mal durch die Waschmaschine. Ich hoffe, da ist noch was zu machen. Das wäre sehr schade. George Duke mag ich gerne. So. Oh ja, Peebo. Peebo Bryson. Funky Soli. Genau. Ist hier von 76 auf Bullet. Hier sieht wieder alles gut aus. Zack. Dann The Youth Corporation. Freedom for the Stallion. Auch funky Disco-Sound hier. Eine US-Pressung sieht man relativ direkt. Schönes Ding. Freedom for the Stallion. RCA, da ist das Vinyl auch top. Dann haben wir nochmal Buddy Miles. Buddy Miles. More Miles per Gallon. Schon mehrfach gesehen. Nie. Online meistens. Ja.
dann irgendwie nie dazu gekommen ist zu kaufen. Oh, das könnte ein bisschen knistern, aber. Okay, dann haben wir Faith, Hope and Charity. Sagt mir jetzt gar nichts. Ich bin gespannt. 2078. Bisschen angeranzt. Van McCoy produced. Das ist der Disco in seinem Cover. Erinnert stark an eine andere Platte, die auch drin ist. Von der ich weiß. Ah, Zustand ist natürlich nicht ganz so geil. Cover auf jeden Fall. Oh, Vinyl geht klar. Zack, zack, zack. Wieder rein da. Oh ja, und ich will nicht so lang werden, ne? Oh. Hey! Hopp rein. Zack. Dann Masekela mit Colonel Man, yeah. Ne, Colonial Man. Das müsste eigentlich schon ein bisschen Jazz-Funk sein, wenn ich mich nicht täusche. Auf Casablanca. So. Ist auch gut, das, ja. Dann haben wir Mama Tapi On The One. Das ist auch so Funky Disco Stuff. Auf Wit Whitefield. Oh mein Gott. Zack. Saturday Night at the Club, The Drifters. Here. Atlantic, ja, die Cover haben schon, also es ist keine Curtis-Qualität, ne, für die beiden letzten, was ist das denn für ein Atlantic, ist das grün? Das sieht ja sehr blau aus, habe ich auch so noch nicht gesehen, ne, blau, orange, grün, orange, genau, ne, was ist denn das für ein Land? UK, okay, noch mal was Neues. Drifters, Saturday Night at the Club, kann ich nicht sagen, von wann. Doch, 72. Dann haben wir Michael Anderson in the Night Time. Ja, also viel offener kann man das Hemd, ohne es offen zu tragen, nicht tragen. Ne? Auf Buddha Records. Okay. Ja, ich habe schon ein paar Sachen von ihm. Bin mal gespannt, wie das Album jetzt hier in dem Fall ist. Schönes Buddha Label. Bisschen körnig die Bildqualität heute. Ne? Vielleicht das Gegenlicht wahrscheinlich der Grund. Dann The Mighty Clouds of Joy. Von denen habe ich auch schon zwei, drei Sachen. Also seht, das ist so die funky Disco-Schiene. Ne? Also, da bin ich ja auch ein Stück weit zu Hause. Und ein paar andere von euch auch. Auch hier, ja, das Vinyl ist eigentlich ganz okay. Es sind halt viele Ami-Pressungen. Wir wissen ja, was mit Ami-Pressungen leider Gottes mit den Cover meist passiert. Ray Goodman and Brown hier. Dann haben wir noch auf Polydor. Ähnlicher Sound, auch so Disco Soul der späten 70er, 79 hier. Direkt noch ein Album von ihm. Ich glaube, das ist das zweite. Oder ist das? Ich glaube, das ist das erste. Ray Goodman and Brown. RGB. Ah, ne, doch, das ist das zweite. Das andere ist das erste. Dann ist das wahrscheinlich von 80. Hier ist es von 80. Auch Polydor, ne? Jawohl. Auch hier dann guter Zustand. Da haben wir nochmal Mighty Clouds of Joy. Kicken. Das sieht nach Spaß aus, das Album, wenn ich ehrlich bin. Funky Good Time Sound. Tracks wie Millionaire, Touch My Soul, Standing on the Real Side, Everything is Love. Ja, das hört sich doch gut an. 1975 auf ABC Records. Auch das wirkt wie eine Ami-Pressung. Ja, ich hoffe, dass der Duke. George Duke, dass die nicht hin ist. Das würde mich echt ärgern. Dann haben wir The Enchantment. Journey to the Land of Enchantment. I want a boogie. Future gonna get it. You. Ja, schöner, funky, groovy Sound alles. Ne? Das ist Roadshow. Habe ich das richtig gesehen? Roadshow. Das schöne Roadshow-Label. Auch dann, ja, hier die Blackbirds, sehr geile Sache. Von ihnen habe ich eine Scheibe, glaube ich, bis Unfinished Business heißt das Ding. Es müsste schon Mitte, späte 70er von ihnen sein, 76er Fantasy. Scheiße. War sehr funky, jazzig,
rockiger, grooviger Sound, wenn ich mich nicht täusche. Das ist zumindest das Album, was ich schon von innen besitze. Dann haben wir hier die OJs mit Survival. Sehr cooles Cover, wie ich finde. Hat ein bisschen was von Hieronymus Bosch, wenn man hier so in die Details geht. Über Menschen ineinander wabern, die dieses Gesamtbild ergeben. Ziemlich cool. OJs habe ich ja auch schon ein paar Sachen von. Das scheint hier ein bisschen früher zu sein. Das ist 75, ich meine 75. Philadelphia International. Ja, auch eine Ami-Pressung. Man merkt den Cover immer so, ja, leider hier oben so ein schwarzer Sticker, ne? Keine Ahnung, for what. Da vielleicht auch irgendwas drauf mal war und dann einfach schwarz gegengemalt wurde. I don't know. Dann Joe Pax. Bumps and Bruises. Ja, die kamen auch alle hier leicht schon angestoßen. Aber solange die Mucke noch läuft, ist es völlig in Ordnung. Erweitere ich ein bisschen meine Funky Side von meiner Collection. Nochmal. Das ist 77 auf CBS. Dann haben wir Life Goes On, Faith, Hope and Charity. For CA. Faith, Hope and Charity. Ja, das sagt mir jetzt erstmal auf Team K. Was ist das Label? Auf RCA. Goldenes RCA-Label. Hier allerdings sieht es dann wieder wie geleckt aus. Ne? Das ist ein bisschen unterschiedlich, die Zustände, muss man ganz klar sagen. Manche, wie das Ding hier, das sieht echt gut aus. Ne? Und dann eben die Joe Tex hat dann zum Beispiel schon mal durchstoßen. Ja, ihr seht schon, was hier als nächstes kommt. Es ist Jimmy Casterbunch, Maximum Stimulation. Jimmy Casterbunch finde ich ziemlich geil, habe ich zwei, drei Sachen schon von. Es ist schon ein bisschen auch, wenn ich mich nicht. Also, es ist unheimlich funky auf jeden Fall gewesen, in Deutsch, aber auch so ein bisschen jazzy, mein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich habe so viel. Atlantic. Und auch hier ist dann das Cover wiederum top, ne? Dann haben wir was, das hatte ich gesehen. Das ist sogar ein halbwegs hochpreisiges Ding. Ich glaube, es ist sogar ein Original. Das hier, das nennt sich Novos Baianos Acabu Corare. Ich glaube, das ist, geht so ein bisschen in Richtung Bossa Nova, ist es dann. Es ist Industria de Brasil. Achtung, kriegen wir das hier drauf. Es scheint tatsächlich ein brasilianisches Original zu sein. Das ist so Bossa Nova Jazz Funk Sound. Schön hier auch. So brasilianischer Sound ist das auf jeden Fall. Und relativ selten wohl, so wie ich das gesehen habe. Ich bin, also mit brasilianischem Sound kann ich ja viel anfangen. Und ich lasse mich mal überraschen. Es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, wie ich finde. Die Fotografie finde ich schon mal mega. Und ja, schauen wir mal, wie der Zustand ist. Mal waschen. Aber sonst ganz geil. Som Livre. Livre, denke ich, wie wird das heißen, das Label. Und das ist natürlich geil, ne? Brasilianisches Original zwar. So, dann haben wir hier noch, oh ja, habe ich mich auch sehr gefreut, hoffentlich ist das dann halbwegs. Ja, ist okay. Bill Withers, Making Music. Kleiner Preisabriss, ja gut, mein Gott. Aber ja, wieder was in der Bill Withers-Reihe, habt ihr letztes Mal schon gesehen. Damit, das wird auch, liebe Alfie, P33 und andere, definitiv wird hier der gute Herr Withers auch in meiner Live-Album-Präsentation dabei sein. Der hat ein wunderbares Live-Album, was ich euch zeigen möchte. Wenn es mir nicht irgendjemand vorwegnimmt. The Originals, Communique, bin ich auch gespannt. Kenne ich nicht, The Originals, sah aber auch vielversprechend auf Soul. Ich bin mal gespannt, ist von 76, Soul ist ja so ein Unterlabel. Vom Motown, wenn ich mich nicht täusche. Schönes Label, wie ich finde. Ja, was haben wir denn noch hier? The Fifth Dimension. Earthbound. Genau, war da auch noch bei 1975 ABC Records. Zack. Dann, ja, lange schon auf der Suche gewesen. Lange, die wollte ich schon lange haben. Irgendwie war es irgendwie nie da oder wenn, dann war es teuer oder keine Ahnung oder total im Arsch. Das ist hier jetzt echt super.
Marvin's Gaye, Here My Dear, das ist irgendwie nach Trennung seiner Frau, glaube ich, gewesen. Double Album ist das Ganze, aber ich habe gedacht, es wäre ein Fallout-Cover. Ist es nicht. 78 das Ding rauskommt, ist eine US-Pressung auch, tatsächlich sogar schon im Barcode auch. Anscheinend in gutem Zustand, ich hoffe auch auf ja, die Platten an sich auch. Also eins der wenigen Teile, die mir vom Marvin noch fehlte. Yeah. Here, my dear. Und das gleiche, zwei Fliegen mit einer Klappe. I want you, auch von Marvin. Ja, wir haben Ringwear und auch hier ist so ein bisschen angeranzt, durchgestoßen schon, scheiße. Ärgert mich ein bisschen, naja. Ordentliches Ringmail sogar, aber wieder halt auch eine Ami-Pressung, ne? So, auch hier auf Tumblr, Motown. Vinyl sieht gut aus. Na, okay, ein paar Kratzerchen sind auf jeden Fall da. Aber an sich, okay. Notfalls kommt auch nochmal noch was Besseres. Dann haben wir hier Ace Spectrum mit Just Like in the Movies. Auch ziemlich gutes Cover, wie ich finde. Ja, Jungs hier, ey, war ja irgendwie Mode da zu der Zeit, so in gleichen Anzügen aufzutreten. Kann man mal machen, ne? Ist von 76 auf 66 Athletic. Ja, Athletic. Scheiße, auch. Ja, auch. Hier ist auch wieder Zuschauer. Okay, ich hoffe, ich krieg den Duke. George Duke Ellington. Und noch Wayne Anderson, Big Daddy Plays. Joa, auch funky Teil, ne? Also alles funky, funky, funky. Das war auch weggefangt, die ganze Runde hier. Ziemlich schnelle Nummer, aber wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich wollte vor allen Dingen wissen, was drin ist und dann wollte ich euch einen Teil haben. Das Paket lag jetzt hier schon zwei Tage und ich habe mich ganz hart beherrscht, nicht reinzuschauen, sondern habe mir gedacht, komm, machst ein Video draus. Ne? Hoffe vielleicht, dass man auch halbwegs was vom von der Dub-Platte im Hintergrund hört. Denn da wurde ja mal gewünscht, dass man mal rein kann. Das ist ganz geil, habe ich gestern schon gehört, mir angehört, die Dub-Platte, als ich ein bisschen rumgeräumt habe im Keller. Und ja, naja. So, dann war das schon schnell hinter. Eher wieder nochmal ein zusätzliches Video zu dem letzten hier. Und als nächstes, wie versprochen, gibt es dann mal ein Live-Album-Auswahl, die ich zusammenstelle und euch präsentiere aus meiner Sammlung. So als Antwort auf Alfies Live-Album-Serie und auf die ja Pre 33 auch schon Antwort. Also ich hau jetzt alle immer unten in die und alle anderen, die deutsche Vinyl-Videos machen, in die Beschreibung zu den Videos, dass ja, man sich gegenseitig supportet. Also alle, die hier zuschauen und auch andere Sachen, Videos zu Deutsch, deutsche Videos zu dem Thema Vinyl hören wollen, die schauen mal in die Beschreibung. Da gibt es noch andere Kanäle, wo ganz viel Stuff dazu geliefert wird. Naja, jetzt habe ich euch lang genug zugequatscht. Hoffe, hat euch halbwegs gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal dann mit den Live-Teilen. Macht's gut.